Es ist ein, ja, Hobby, dieser Kanal. Ich verdiene damit keine Kohle. Und sowieso und überhaupt. Und ja, wenn ich keine Zeit habe, keine Zeit gehabt habe, mal was aufzunehmen, dann habe ich halt keine Zeit gehabt, um was aufzunehmen. So, was man da jetzt hier so ein Vorsignal hinstellen, damit hier keine Staumöglichkeiten entstehen aus dem Kommentar. Da gab es irgendwie auch ein Video dazu. Ah, genau hier. Schienenkreuzung mit Signalen bauen wie die Profis. Ja, genau, da hat einfach ein Vorsignal dorthin gestellt. Ja, okay. Hm. Ja. Ach genau, jetzt ist das Signal rot. Okay, vielleicht haben sie es jetzt endlich mal gefixt. Diese Sache, dass sie sich ja nicht mehr gegenseitig blockieren. An der Stelle wäre schön, wenn das so wäre. Aber wir werden es mal beobachten. Auf jeden Fall an der Stelle vielen Dank für den Tipp. Und Kohle geht ja auf gelb. Da ist gerade nichts mehr. Wo kommt denn die Kohle eigentlich überhaupt? Was ist denn eigentlich hier los? Aber es immer noch zu viel ist. Naja. Ach, die Kohle kommt von da. Muss man die jetzt irgendwie... Na gut, da fahren schon einige LKWs. Und wir haben 5 Millionen auf, fast 6 Millionen auf dem Konto. Da kann man doch bestimmt wieder bald sich das Hauptquartier vergrößern lassen. Aber nee, 28 brauchen wir. Nee, 26 ist der Wert, den wir brauchen. Dafür und gleich ist meine Forschung fertig. Nämlich der Dieselmotor und dann gibt es noch die Betonherstellung. Und beim Dieselmotor gibt es dann neue. Was habe ich denn eigentlich hier mit der Brücke gemacht? Das wäre schön, wenn das ordentlich aussehen könnte. Also gleich. Abstand, da passt nicht ganz hier. So, jetzt. Dann können wir nämlich wahrscheinlich auch bessere Dieselloks dann in den Passagierverkehr reinhauen, wenn das dann soweit ist. Gleich ist es so. Oh, dann ist ja so eine ganze Umrüstorgie. Eieiei. Müssen wir eigentlich fast schon überlegen, ob man vorher nicht noch Dieselmotor 2 macht. Und den Rest dann später. So, Dieselmotor ist fertig. Achso, der hat das gemacht hier, okay. Kupferverhüttung, Dieselmotor 2. Ach, die brauchen die Rollen. Verfüttung, Glasherstellung, ja, Sand haben wir, glaube ich, noch nicht. Hier gibt es noch einen schweren Dieselmotor. Ja gut, gucken wir erstmal, wie das jetzt bei der Bahn... Oh, Scheinfeld hat schon der Stadt erreicht. Wie das bei der Bahn aussieht, ob uns das jetzt was bringt. Ui, oh, 166er Loks hier, ey, das ist ja herrlich. Von 110... So ein paar kleine Rangierloks. Hier den haben wir. Ah, der wird auch bloß 110. Ich würde sagen, wir testen das einfach mal. Haben wir immer mal
schnell einen Passagierzug am Start. Hier unten. Ah ne, Quatsch, das ist ein Güterzug gewesen. Wir haben den, der fährt nach Ostfildern. Na gut, den kann man ja hier ins Depot knallen. So, was haben wir denn die hier? Das ist ein bisschen kanadischer Stil. Ja, die nehmen wir einfach mal. Gibt es eigentlich auch jetzt bessere Passagierwagen? Nee, ne? Also tatsächlich die Go Transit Version. Cool. Da kommen hier so leichte Open TDD Kanada Staffel Erinnerungen. Ja, mal gucken, wann die nächste Staffel losgeht. Eieiei, ich weiß, da wartet ihr bestimmt auch schon ewig drauf, dass da mal was passiert. So, und dann noch die zwei, die Dampfloks hier machen. Die hier runterfahren. Das ist natürlich das Depot wieder nur an der Stelle. Na gut, die kann ich dann hier oben hinbringen. Kann die Lok hier runterfahren am Ende. Ist ja auch kein Ding. Dann nehmen wir mal. Achso, die fahren bloß 115 hier. Ja, das sollte natürlich schon ein bisschen einigermaßen von der Geschwindigkeit her passen. Ja, mal die gelbe hier. Dass sie sich ja nicht behindern. So, wo ist der andere? Das hat gleich wieder ordentlich Geld gekostet. Oh, das ist es mir wert. Schnellere. Oh, Betonherstellung ist auch abgeschlossen. Können wir gleich mal gucken, wie es weitergeht. Gut, jetzt haben wir erstmal die schnellen. Schnelleren Loks. Das dürfte sich hoffentlich positiv auswirken. Ja, wie gesagt, Dieselmotor-Dings hat man auch. Achso, hat man auf jeden Fall schon mal einen neuen Bus. Neue Busse. Zum Beispiel den hier. Na ja, gut, dann können wir machen wir zumindest die Busse nochmal neu und die anderen. Achso, dann kann ich auch einfach hier. Einfach mal so machen. So, was lohnt sich da so von wegen? Ja, also 55 und 12. Na gut, das ist ein Doppeldeckerbus. Oder passen 22. Aber ich würde eigentlich gerne hier auf den hier gehen, weil der fährt 75. Das würde sich wahrscheinlich eher lohnen. So, einer fehlt, glaube ich, noch. Ja, ich kann ja trotzdem schon mal losfahren, aber da ist er. Gucken, wie er aussieht. Oh, so typisch Greyhound-Style. Also diese 50er, 60er Jahre Busse aus den USA. Also
So ein bisschen sieht das aus. Gut, hätten wir das erstmal gemacht. So, wie geht es jetzt mit der Forschung weiter? Wir haben jetzt Beton und einen Dieselmotor bekommen. Und das heißt, wir können dann weitermachen. Oh, hier ist Stau. So, die Platten leer sind. Das ist aber ungünstig. Da machen wir mal eine fixe Umleitung. Leiten wir das mal schnell da drüber um. Das Lager ist eh voll und dann kommt hier noch ein bisschen, was dazu. Ach, das scheitert einfach daran, dass hier das Kupfer bis dort unten nicht ankommt. Weil es hier einfach leer ist. Ach so. Oh, 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 oh. Da müssen wir das hier mal schnell erweitern. Was haben die für eine Reichweite? Plus die dort unten? Das kann aber eigentlich nicht stimmen. Ah ne, doch, jetzt zuckt es da so ein bisschen, wollte schon sagen. Kann eigentlich nicht sein. Wird aber, glaube ich, auch für den LKWs leer gemacht. Das ist natürlich jetzt der Nachteil der großen Reichweite. Die Verbindung irgendwie lösen. Dass man sagt, du nicht.